geht schon wieder los beim FSV Mainz 05. Am diesem Montag ist Trainingsauftakt hier am Bruchweg. Ohne die WM-Spieler, die ja in Brasilien noch gegen den Ball treten, und ohne Neuzugänge, aber mit einem neuen Cheftrainer, mit Kasper Jüllmann, der ab diesem Montag hier das Sagen hat. Veränderungen sind immer gut. Also Hoffnung, dass sich die Mannschaft auch weiterentwickelt. Wir haben persönlich am Flughafen getroffen, kennengelernt und müssen sagen, wir waren begeistert. Ich denke, dass er die Arbeit von Thomas Tuchel fortsetzen wird und dass er das aber insgesamt mit einem fanfreundlicheren Auftreten verbinden wird. Okay, also auch durchaus kritische Worte für seinen Vorgänger, ja? Ja, ich fand ihn fachlich spitze, aber den Fans gegenüber, man hatte immer das Gefühl, man stört eigentlich. Ich hoffe, dass er natürlich ähnlich gute Arbeit leistet wie Tuchel, aber ich hoffe schon, dass er ein bisschen was anderes macht. Vor allem schätze ich ihn ein bisschen sympathischer ein als sein Vorgänger, weil der ja doch, wie sich jetzt so im Nachhinein rausgestellt hat, eher der Einzelgänger war so. Wir sprechen mit Julian Baumgartlinger, dem österreichischen Nationalspieler. Julian, kannst du schon die erste Unterschiede zu seinem Vorgänger Thomas Tuchel feststellen? Ja, er ist Däne. Deutsche sind nicht so gut. Nein, aber auch das ist schon sehr gut. Und dafür ist jetzt noch zu kurz. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, ein paar Wochen. Und dann kann man vielleicht einmal ersten Vergleiche ziehen. Aber es ist immer schwierig, Trainer zu unterscheiden bzw. zu vergleichen. Deswegen muss man sich alles erst einmal anschauen. Das war ein Trainingsauftakt ohne Neuzugänge. Aber ja, wir haben ja einen großen Kader. Es sind auch wieder zwei ausgeliehene Jungs dazugekommen. Von der U23 und der Kader ist ja trotzdem sehr groß, von der WM kommen noch ein paar, also passt so auch. Wir haben glaube ich jetzt auch so einen schlagkräftigen Kader schon und was noch kommt, vielleicht kommt noch was, mal schauen, wir lassen uns überraschen. Ein Tormann müsste auf jeden Fall noch kommen, schätze ich mal, und auch wahrscheinlich ein Ersatz für Choupo-Moting. Für den Postbeck braucht man noch einen Mann und wenn man Maxim gut ersetzen könnte, dann wäre das auch noch eine wichtige Sache. Für die Fans von Bo Svensson gibt es eine gute Nachricht. Der Däne, der in den 05-Kreisen sehr beliebt ist, der soll in irgendeiner Funktion in das Trainerteam von Kasper Jüllmann eingebunden werden. Thomas erstmal so haben und jetzt Kasper ist kein schlechtes Einführung in den Trainerbereich. In Dänemark mal getroffen und mit ihm gesprochen, haben wir gehört. Ja. Was ist er für ein Typ? Ja, der ist halt vor allem fachlich, fußballfachlich sehr, sehr gut. Der ist sehr engagiert, der macht sich über alle Sachen Gedanken und der ist auch sehr ansprechbar, finde ich, sehr offen und macht auf mich, natürlich muss ich das auch sagen, wo ich ein Teil von Trainerteam bin, aber